großartige Veranstaltung in Visbeck, einer der steuerkräftigsten Gemeinden des Landkreises. Tolle Leute hier, der Fisch wird hervorragend schmecken. Ich habe heute zur Wirtschaftspolitik in Niedersachsen Stellung genommen. Thema Fachkräftemangel, Infrastrukturausbau, letztendlich auch die Frage der Digitalisierung. Und auch die Auswirkungen des Brexit standen im Mittelpunkt meines kurzen Berichts heute. Und dann haben wir munter debattiert. Aber das Letzte, was ich noch erwähnen will, weil es auch Sie persönlich betreffen wird, das ist das größte konjunkturelle Risiko für die mittelständische Wirtschaft, das ist das Thema Fachkräftesicherung. Meine Damen und Herren, wer glaubt, dass durch das Fachkräftezuwanderungsgesetz des Bundes, dass wir damit die Fachkräfteprobleme des deutschen Mittelstandes lösen, der irrt. Das Gesetz aus Europa und aus sogenannten Drittländern in den nächsten Jahren, junge Menschen entweder in Ausbildung oder im Studienbereich oder wo auch immer nach Deutschland zu locken. Das wird sicherlich gelingen. Deutschland ist ein attraktives Land. Nicht umsonst ist es Zielland vieler Menschen, die Schutz suchen. Denen wir auch aus einer humanitären Verpflichtung Schutz gewähren wollen. Diejenigen, die keine Bleibeperspektive haben, müssen allerdings auch in ihre Heimatländer wieder zurück. Ja, Herr Dr. Dussmann, wir haben oder auch dieses Jahr 1200 Jahre die Gemeinde Schüsseldeck in der Christianisierung. Eine kleine Anerkennung und da ist was Süßes drin. Also da, wenn Sie da heute Abend nach Hause kommen, das ist was ganz Besonderes. Unter 10 Euro. Fisbecker Schokolade, Herr Dischuter sitzt dort, seine Tochter macht das. Früher haben wir die immer von Belgien holen lassen, beziehungsweise hat er uns mit belgischer Schokolade verwöhnt. Jetzt ist es Fisbecker Schokolade nach belgischer Art.